Zurück. Oh, guck mal, da knackt sie gerade die Hände. Okay, also sie hat ihren Daumen so festgeklammert, was auch immer. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Cube 2. Ja, ich habe das jetzt auch hier genauso wie bei der anderen Folge von Kingdom war das, glaube ich. Ich weiß es nicht, oder auch von Metro. Ich höre jetzt einen Sound über den Fernseher anstatt über meine Kopfhörer. Das bedeutet, ich werde jetzt wahrscheinlich weniger hören. Aber es gibt ja Untertitel. Oh, was ist denn hier? Warte mal, das hier ist rot. Und rot haben wir ja schon. Was kriegen wir denn jetzt hier? Please, take me. Take me. My heart beats. But I want it to beat. For you. I want to become one. She said we would become one. Don't leave me on my own. Not without her. Emma. What? What is it? I think it's human or was. Now I don't know what it is. A statue. And it was saying something. No, not saying. A radio transmission of sorts. I don't know. This is messed up. Millie, whatever it was, it just means we need to find the location of that signal as soon as possible. Okay? Then we can find a place to rendezvous. Yeah, I understand. I'm sorry. I'm sorry. It's fine. It's fine. Let's just keep going, okay? Okay, also es ist einfach nur eine Interaktion, mehr nicht. Okay. Sehr unheimlich, das Ganze. Oh, jetzt kommt Kapitel 5. Ja gut, da hätte ich das jetzt gestern auch noch machen können, aber ich wusste ja nicht, was passiert. Ich wollte es ein bisschen spannend lassen. So, wir gucken wieder nach oben. Wunderschön. Ach, Mensch. Also, dass in der letzten Folge 6 Sekunden gefehlt haben, fand ich jetzt. Ladezeit, hallo? Es passiert nichts. Ah, okay. Dass da 6 Sekunden wieder gefehlt haben, ist ein bisschen doof. Ich hoffe, es stört nicht allzu sehr, dass er jetzt ein Rätselspiel ist und nicht so viel mit Story zu tun hat. Wie gesagt, ich habe auch sehr viel Zuspruch bekommen, von wegen, es ist nicht so schlimm, die Qualität stimmt aber dennoch, Bild und Ton. Und das ist doch auch schön. So, wie heißt denn Kapitel 5? Okay, es hat bisher keinen Namen. Sind wir doch noch nicht in Kapitel 5? Hier soll ich jetzt echt runter? Okay. Okay. Emma, I've emerged into a large chamber. Can you tell me how far I'm from the beacon? Your altitude shows that you're about halfway there. There's a strange machine in here. I'm going to investigate it, see if it can help me find my way around this place. Oh, Moment mal, das ist es, was so ähnlich jetzt wie bei The Witness sein soll. Also quasi eine kleine Level-Auswahl. Da kann ich rein, da und da. Das sind quasi drei unterschiedliche Stages jetzt hier. I can't decipher this, Emma. The language is like nothing I've ever seen. There are some things I can make out in illustration. Like, it seems to be a physical transportation machine, an elevator or monorail that ascends. It's hard to understand. It's connected to the three doorways by these large cables. I wonder if it's something that can be powered, taking us towards the beacon. What was that? I have no idea. But whatever it was, it seems to have turned this machine on and it's opened one of the doors. What are you going to do? I'm going to follow this cable and find out what this machine does. Be careful, Millie. Und welchen Kabel? Oh. Okay, man hat doch keine Levelauswahl. Es ist doch nur auf 1 bezogen. Okay, dann weiß ich nicht, was die Leute gemeint haben. Lol. Ach, jetzt kommt Kapitel 5. Dann. Also gibt es quasi noch zwei Kapitel. Oh, es geht nach unten. Okay. Nach unten kann ich ja nicht gucken. Also es gibt jetzt noch Kapitel 5, 6, 7 und wahrscheinlich noch 8. Weil wenn der Aufzug nach oben kommt, wird es wahrscheinlich nicht gleich Ende sein. Vielleicht wird es ja auch länger. Man weiß es ja nicht. Also, ich hoffe natürlich auf einige Kopfnüsse noch.
Aber ich hoffe natürlich auch, dass wir nicht so lange brauchen wie bei Cube 1, bei dem einen Rätsel, wo wir für ein Rätsel eine ganze Folge gebraucht haben, 30 Minuten oder so. Verworren. Kapitel 5. Verworren hört sich nach Sortiererei an. Nach Überlagerungen von Kabeln, irgendwie sowas halt. Emma, can you read me? I can. The signal's a lot better now. Good. I found what these cables are connected to. It looks like a power reactor. Do you think you can power it? Is it safe? I don't know if it's safe for sure, but it certainly does something. There are four doorways connected to it via cables. One of them seems accessible. The door behind me is also locked, so it doesn't seem like I have much choice. Okay. Follow the cable through the open door and see if there's a power source connected to it or a way to open these other rooms. Got it. Okay, hier gibt's jetzt noch mehr Räume. Eins, zwei, drei, vier, glaube ich. Und da ist der einzige Raum, der offen ist. Das heißt, wir müssen jetzt hier lang. Okay, es geht noch weiter runter. Kapitel 6. Das wär's ja. Ah, jetzt geht's schneller. Das bedeutet, wir sind gleich da. Wahrscheinlich ohne Ladezeit. Man weiß es nicht. Ah ja. Schön. Schön sieht's hier aus. It looks like these cables lead through to more rooms. I'm gonna follow them. See if they connect to anything that can help power that central machine. Good idea. Let me know if you find anything useful. Okay, was ist das jetzt hier? Neue Rätselart wahrscheinlich. Ah, Schalter. Das gab es auch nicht im ersten Teil, oder? Schalter? Ist ja interessant, dass die so leichte Sachen eigentlich noch finden, die sie nicht im ersten Teil hatten. Ja, aber so die ganz coolen Sachen, die fehlen leider dafür noch. Wie kann ich denn jetzt... Ah, ich verstehe. Die gelben Schalter, die müssen dauerbetätigt werden für die orangen Treppen und die blauen Treppen oder die blauen Schalter, die müssen nur einmal betätigt werden. Okay, habe ich raus. Cool, ich freue mich auf weitere Rätsel. Ich bin echt schon gespannt. Hab richtig Bock drauf. Ich könnte das jetzt die ganze Nacht durchspielen hier. Es ist schon echt spät. Whee! Das macht gerade so Bock hier irgendwie alles. Okay, zwei Schalter, die man, wo Sachen drauf müssen. Habe ich verstanden. Hier gibt es irgendwo auch... Ah, okay. Ja, den hier kann ich eigentlich jetzt lassen, ja. Und der muss weg. Dieses. Ich finde das so geil. Ich find's cool. Es fehlen mir echt noch ein paar Elemente. Auf dass er sich jetzt hier auch so automatisch dreht. Also der, mit der meine ich die Figur. Oh, Moment mal. Das reicht aber ja nicht. Ach so, ja, klar. Macht Sinn. Gibt's hier vielleicht Bonuslevel? Da oben ist doch auch irgendwas. Ah, oh. Okay, da ist ein Schalter, den kann ich so aktivieren. Da komme ich aber noch nicht hoch. Ich muss erstmal... Was macht denn der? Was macht der? Okay, ich verstehe. Nee, war das jetzt doof? Das war jetzt doof. Nee, nee.
So, das ist ein Einmalschalter. Zack. Hallo? Okay. Da das hier aber nicht reicht, wenn ich das Grüne jetzt hier machen würde, würde das nicht reichen. Das geht nicht, seht ihr? Das bedeutet, man muss was anderes finden. Okay, das war zu weit. Scheiße. Ah, natürlich. Ah, ich bin so ein Biest, ey. So, ich werde mal ganz kurz was trinken. Wir haben ja Zeit, ist ein gemütlicher Abend hier. Obwohl es eher für euch ein gemütlicher Morgen ist oder ein gemütliches 13 Uhr Video. Keine Ahnung, wann das kommt. Okay, hier sehe ich schon mal die Sprungform. I've not seen this technology before. I wonder what it does. Okay, das hält einen über allgemeiner Luft. Das bedeutet, wir brauchen wahrscheinlich noch einen grünen Stein, der uns da irgendwie aushilft. Okay. Habe ich hier irgendwie eine Wahl? Ich kann da nichts machen. Gar nichts. Nicht meine Decke ist irgendwas. Was soll ich denn da machen? Hä? Ah ja. Okay. Hab's verstanden. Wäre jetzt auch die einzige Möglichkeit, die ich jetzt auch gesehen hätte. Ich verstehe. Coole Idee. Jetzt hier rein. Und da hoch. Boah. Cool. Seht ihr, das gab es auch nicht im ersten Teil mit Luft. Die lassen sich echt immer was Neues einfallen. Das ist so cool. Okay, ich sehe die Problematik. Okay, das ist nice. Ich verstehe. Da wird man nämlich nicht weggepustet. Okay, sehr, sehr cool. Vielleicht wird das Spiel ja doch länger als erwartet. Ich hoffe es einfach mal. Oh. Moment. So. Grün, blau. Aha. So. Das kommt ja wahrscheinlich nah ran. Das soll wahrscheinlich auch hier bleiben. Gut. Passt perfekt. So, das kommt näher ran. Ah, Moment. Ah ja. Ich verstehe. Okay, nice. Der macht Luft.
Der macht auf. Okay. Hier gibt es wieder ein Sprungfeld, gut. Okay. Perfekt. Ich mache jetzt das. Idee. Ist das cool. Ach, das feiere ich gerade echt mit der Luft. Ich finde das sau cool. Diese unterschiedlichen Sachen immer. Oh, hier ist der Powerschalter. Ja, nice. Emma, that cable is connected to a terminal. It seems to have sent some form of energy back to that reactor and unlocked the other doors in this room. I'm going to check it out and follow the other cables attached to the reactor. Let's see what's behind these doors. Maybe you're onto something here, Millie. Report on any changes. Hallo? Hui! So. Ach, guck mal, jetzt sind die anderen Türen offen. Das ist hier so eine Art Levelzentrale. Ja, gehen wir mal hier lang. Machen wir mal das jetzt hier. Okay, der macht Luft. Der macht die Wand nach unten. Hä, der bleibt ja. Ach nee, Quatsch, die bleiben ja gar nicht. Macht doch gar keinen Sinn. Oh, warte mal. Ich glaube, ich verstehe es. Wie lange bleibt das Ding unten? Naja, nicht wirklich lange. So, was ist jetzt theoretischerweise mit das hier machen? Plus das hier. Und Wind lassen. Lol. Wie lange bleibt das? Warte mal. Nein, 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 nein. Oh, cool. Ich feiere das. Nee, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich feiere das so unglaublich. Ah, oh, jetzt muss ich schnell. Und da irgendwie hinkommen. Nein, komm schon. Ach komm. Okay. Ja, es geht jetzt auch nicht. Habe ich vielleicht gedacht, das wäre zu leicht jetzt? Ach so, warte mal, ich bin so ein Vollidiot. So, ich bin so doof. So. Okay. Man ist natürlich auch froh, wenn das hier mit der Luft so ein bisschen vorbei ist, auch wenn ich das eigentlich mag, aber okay. Eine Art T mit zwei Dingern da. Ach, dass wir die Luft fernhalten. Okay, machen wir erstmal das hier. Dann das hier. Müssen wir erstmal rauf. So. Die Luft erst von da kommt. Nein, 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 nein. Nein! Ah, das war dumm. Das war dumm. Da war ich gerade in Panik.
So muss das erst. Zack. Leute, dieses Spiel ist einfach genial. Ich liebe es. Ach, guck mal, geschafft. Nice. Das waren leider nur zwei Rätsel. Finde ich ein bisschen schade. Aber wir haben ja noch zwei Türen vor uns. Vielleicht schaffen wir sogar den ersten Kern komplett in der Folge. Wäre natürlich super. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ungefähr so 18 Minuten. Ah, da oben ist jetzt schon der Kern. Oh, das wird ja immer schneller hier. Okay. Mhm. Mhm. Okay. Ich verstehe. Das ist easy. Das dürfte machbar sein. 3, 2, 1, bam! Batz! Geil. Jetzt, wo das Ding aber offen ist, muss ich da ja auch irgendwie hochkommen. Warte mal, jetzt ist natürlich die Frage. Wie ist das denn jetzt? Wenn ich das jetzt ganz nach oben machen würde. Okay, das bringt jetzt leider nichts. Ach, warte mal. Nee, das bringt ja auch nichts. Nee, das bringt nichts. Gut. Ich probier's nochmal. Zack. Da warte ich mal, bis das hier jetzt, ne? Auf den letzten Drücker so ist. Und zack. Okay, es ist knapp. Warte mal. Oh nee, das wollte ich gar nicht. Was passiert eigentlich jetzt, wenn ich jetzt einfach das loslasse und dann den hier mache? Auch nichts. Mann. Okay. Es muss also doch die Kombination sein, ja? Ach, warte mal. Lol. Hä? Moment. Nee, auch nicht. Auch nicht, okay. Hm. Das ist jetzt ein bisschen doof. Wie mache ich denn das jetzt? Warte mal, versetzt? Warte mal, was ist, wenn ich das irgendwie versetzt mache? Geht das? Ja, machen wir hier, zack.
So, was passiert jetzt? Gar nichts. Das bleibt jetzt einfach da drauf. Ja, zack, zack, zack. Okay, gut, ja. Passiert also nichts. Nee. Okay, Leute, ich glaube, das wird jetzt ein Rätsel, wo wir ein bisschen dran hängen bleiben. Auch wenn es wahrscheinlich völlig simpel ist, ich weiß. Irgendwie muss ich da aber hochkommen. Das geht ja nicht irgendwie. Der Stein muss ja auf jeden Fall irgendwie drauf landen. Okay, wenn ich das jetzt wieder loslasse, dann springt der, aber der springt dann nicht zu mir, so wirklich. Oh, das war so knapp. Hä? Jetzt hätte die Hand ge... Was macht der da? Hör auf damit. Du brauchst deine Macht nicht demonstrieren. Vielleicht brauche ich das ja gar nicht. Nee, ich brauche das auf jeden Fall, dass dieses scheißgrüne Teil da drauf stehen bleibt. Och Mann. So. So, zack. Zack. Hallo? Ich sagte zack. Nochmal. Das war jetzt eher mehr blöd als alles andere. Also ich habe das auch bei Cube 1 so gemacht, wenn ich bei einem Rätsel festhing. Dann mache ich das in der nächsten Folge, dann, wenn ich die Lösung habe, erst weiter. Als andere macht ja hier keinen Sinn. Ach komm, das war doch quasi drauf. Das war doch drauf, ey. Okay, nochmal. Was ist denn da oben? Ist da oben noch irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Hallo? Muss ich gar nicht bis ganz vorne machen, ich Vollidiot. Nee. Das ist so nah dran. Das ist doch falsch, was ich mache, oder? Jetzt mal ohne Witz, das ist doch falsch. Und nochmal. Ist das so falsch? Das ist seltsam. Okay, Moment. Aber wie wird das jetzt bewegt? Was ist denn das da eigentlich? Ach, warte mal. Lol.
Moment. Okay. Man sieht, es passiert gar nichts. Ja, macht doch gar keinen Sinn, was ich hier gerade gemacht habe. Kann ich das irgendwie mit dem Kopf abwehren oder so? Warte mal. Was ist, wenn ich jetzt hier einfach nur so laufen würde? Das Ding, das muss doch da drauf landen, ey. Das kann mir doch keiner erzählen. Puh. Okay. Ja! Nein! 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 Och nö, es war so perfekt. Okay, ich habe jetzt auf jeden Fall den Dreh raus. Nein, tschüss. Okay. Nein, du sollst das machen. So, das heißt, ich mache schon mal das hier. Okay. Nein. Oh. Diese Tastenfummelei hier immer. Auch nicht. Auch nicht. Gibt es irgendwas, was ich übersehe, was eigentlich super simpel ist? Eigentlich nicht. So wie ich das jetzt hier gedacht habe, ist es wahrscheinlich auch richtig. Jawohl. Jawohl. Ich glaube, es ist so falsch, was ich hier gerade tue, aber es ist mir so egal. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Ich weiß es einfach nicht. Geschafft. Puh. Wie würde es denn sonst gehen? Es war doch so richtig, oder nicht? Wenn irgendeiner von euch einen Lösungsvorschlag hat, wie das noch funktionieren könnte. Weil ich bin der Meinung, ich habe das eigentlich jetzt relativ richtig gemacht, auch wenn das sehr knapp bemessen ist. Ich meine, guckt euch das doch mal an. Das ist doch nicht normal. Also ich habe, glaube ich, entweder krass das Spiel jetzt irgendwie ausgetrickst oder es war wirklich der normale Weg. Okay. Schade, dass ich daran jetzt so lange gesessen habe. Okay, das war jetzt ein Griff ins Klo. Hä? Moment mal. Achso, lol. Vielleicht schaffe ich ja in ein paar Minuten das nächste Rätsel. Mal gucken. Was ist denn da drauf?
Ach, das ganze Ding wird hier bewegt. Okay, verstehe. Das ist also das Fließband. Das hier bewegt. So, das kann jetzt bleiben. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. So, dann bewegt sich das Fließband, dann kann man da hoch. Clever, clever. Und das hier macht diese Treppe. Moment, habe ich es jetzt schon geschafft? Ah! Ne, warte mal. Nein! Oh. So. Okay, das Rätsel ist nicht schwer. Das schaffen wir noch. So. Scheiße. Moment. So. Ja, nice, geschafft. Oh, okay, das war jetzt easy. Das gerade mit der Luft war ein bisschen tricky. I think whatever you're doing in there is having an effect on the greater structure. Let's hope it's a good thing. This reactor seems to be fully powered and is sending something back to that machine. I'm gonna check it out. Und es speichert und ich würde sagen, wir sehen uns morgen zur nächsten Folge. Ich werde jetzt hier sofort weiter aufnehmen, weil ich habe gerade richtig Bock drauf. Diesmal haben wir nur ein Kapitel tatsächlich geschafft. Aber auch nur, weil das jetzt hier etwas länger ist als die anderen. Die waren ja Pillepalle. Wir sehen uns zur dritten Folge von Cube 2. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Haut rein und ciao.